Nach kurzer Wetterberuhigung sind über Rheinland-Pfalz wieder extreme Gewitter hinweggezogen, brachten Starkregen und lösten neue Überschwemmungen aus. Betroffen unter anderem die Stadt Kirn. Hier liefen zahlreiche Keller und Erdgeschosse voll. In Saarbrücken ist wegen der Hochwasserlage sogar eine Frau ums Leben gekommen. Und neue Unwetter sind vorhergesagt. Alles verschlammt. Wäschekorb für Wäschekorb müssen diese Bewohner von Kirn-Sulzbach in Rheinland-Pfalz ihr Hab und Gut entsorgen. Was die Schlamm- und Wassermassen in ihrem Haus gestern angerichtet haben, zeigt uns diese Familie. Ja, und ab hier beginnt das Elend. Die Emotionen lassen sich kaum zurückhalten. Die Trauer, dass fast alles, was man sich aufgebaut hat, kaputt gegangen ist. Raus von dem kleinen Bächelchen, wohin Sie es hier hinausgucken, sehen Sie das. Alles ist weg. Am Nachmittag erlebt die Region einen Dauerregen, der die Bäche und Flüsse dermaßen anschwellen lässt, dass es von den Anhöhen herunterkommt. Braune Schlammbäche reißen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Zum Glück haben hier alle rechtzeitig Zuflucht gesucht. Das Wasser umleiten versuchen manche weiter oben. Per Hand und Eimer für Eimer wird der Schlamm aus den Kellern gehoben. Er muss raus, bevor er hart wird. Ich weiß gar nicht, wie weitergeht. Gott sei Dank haben wir Unterstützung da jetzt gerade und versuchen mal die ganze Schlamm und Matsch rauszukriegen, wenigstens von Haus und gucken mal, wie weiterläuft. In Saarbrücken fließt auf der Stadtautobahn weiterhin nur die Saar. Dort herrscht Trauer. Eine 67-Jährige ist in einer Klinik ihren Verletzungen erlegen. Sie war am Freitag von einem Rettungsfahrzeug angefahren worden. Vielerorts zieht sich das Wasser nur sehr langsam zurück. In Kleinblittersdorf ist die Hauptstraße immer noch einen Meter hoch überflutet. Rund 70 Menschen sind von der Außenwelt abgeschnitten und auf Hilfe angewiesen. Die Feuerwehr hat deshalb einen Shuttle mit Schlauchbooten eingerichtet. Wer dringend Lebensmittel und Medikamente braucht, wird zum Supermarkt und in die Apotheke gefahren. Ich finde, man ist schon ein bisschen darauf angewiesen, ne? Gerade wenn es um die Lebensmittelbeschaffung geht und so weiter. Ich finde also gut, dass es den Service gibt. In Blieskastel ist der kleine Fluss Blies zu einem großen Stausee geworden. Die Moselstadt Zell könnte man Klein-Venedig nennen. Wenn das Wasser komplett zurückgegangen ist, wird man die Schäden des Hochwassers in ihrem Ausmaß erst sehen und Bilanz ziehen können.